So, heute bleibt die Küche kalt. Wir fahren in den Pfälzerwald. So heißt es in Anlehnung an einen alten Werbespruch aus den 80er Jahren, glaube ich. Also, das ist mal ganz spontan. Wir machen eine kleine Fototour in den Pfälzerwald. Es geht gar nicht um Deep Sky Astrofotografie, sondern eigentlich eher um so nächtliche Landschaftsfotografie. Vielleicht fotografieren wir die Milchstraße, mal schauen. Aber es ist kurz vor Vollmond, also mache ich mir wenig Hoffnung. Aber ich mache gerne zum Beispiel Blaue Stunde und solche Sachen. Und da kriegen wir bestimmt was zusammen. Ich bin nur Beifahrer. Mein Kollege, der hier fährt, der möchte nicht genannt werden und nicht gezeigt werden. Ich werde ihn den dunklen Ritter der Nacht im Folgenden nennen. Und ja, er hat sich ein kleines Programm ausgedacht mit drei Zielen. Wir gucken mal, ob wir das schaffen. Das ist nämlich auch eine ganz schöne Fahrerei von Köln aus. Und wir schauen mal, was wir so schaffen. Und ich nehme es mal als kleine Challenge und guck einfach mal, was mich da erwartet und versuche das Beste draus zu machen. Wir machen jetzt erstmal Kilometer und dann sehen wir uns später. Ein großzügiger Waldparkplatz erwartet uns am ersten Ziel. Mein Kumpel hat es wirklich spannend gemacht und hat mir die ganze Zeit nicht erzählt, wo wir eigentlich hinfahren. Ein Tor, natürlich aus Holz, weist uns den Weg. Hier geht es auf einem Trampelpfad einige hundert Meter bergauf, wo uns eine Burgruine erwartet. Ich bin gar nichts gewohnt, ich muss mal wieder Sport machen. Burg Gräfenstein, das ist also die erste Location. Wir machen jetzt nur einen Location Scout. Wir fahren gleich noch woanders hin, kommen später noch mal wieder hier hin. Jetzt muss ich erstmal durchatmen. Burg Gräfenstein, manchmal auch Merzalber Schloss genannt, liegt sehr malerisch unweit der Ortschaft Merzalben. Die Burg ist umgeben von einer Mauer, durch die man das Gelände betritt. Wir sind hier zur goldenen Stunde an der Ruine angekommen und konnten hier schon ein paar wirklich nette Fotos machen. Der Plan war aber der, dass wir uns mit der Burg nur vertraut machen und in der Nacht nochmal zurückkehren. Die Burg verfügt über einen begehbaren Turm, von dem man nicht nur eine tolle Aussicht auf die Landschaft hat, sondern auch perfekt in das offene Schiff der Burg schauen kann. Das Einzige, was mir Sorge macht, sind zwei riesige Scheinwerfer, die offensichtlich dazu dienen, die Burg nachts zu beleuchten. Nur wenige Kilometer entfernt von der Burg Gräfenstein liegt unser nächstes Ziel. Mit dem Auto geht es von Merzalben durch die Ortschaft Leimen und dann Richtung Hermersberger Hof. 2 Kilometer vor der Ortschaft befindet sich der Luitpoldturm auf dem Weißenberg. 1909 wurde dieser eingeweiht und benannt ist er nach Prinz Luitpold von Bayern. Die Parkmöglichkeiten hier sind nicht mehr ganz so üppig und ich kann mir vorstellen, dass der kleine Parkplatz auch schnell mal voll ist, zumal er Ausgangspunkt für Wanderungen ist. Wieder ein kurzer Aufstieg über einen Wanderweg und dann erreicht man den Turm. Ja, jetzt sind wir am Luitpoldturm. Und das soll, glaube ich, eine ganz gute Gegend hier auch sein für Deep Sky Astrofotografie. Das Problem ist, hier ist nichts anderes als Wald. Wir waren gerade in einer kleinen Ortschaft, da ist es so ein bisschen freisichtig und da könnte man bestimmt auch Deep Sky Fotografie machen. Also es soll sehr schön dunkel sein, aber wir sind heute nicht für die Deep Sky Fotografie hier.
ich zeige das mal gerade im Hintergrund da, sondern wollen Nightscapes machen. Der Mond ist schon ziemlich hell. Mal gucken, hier mit diesen Felsen, das zeige ich euch mal, das könnte interessant werden. Jo, also wir klettern da mal hoch jetzt auf den Turm. Ich hoffe, ich schaffe das noch. Ich hoffe, ich halte noch durch. Und da gucken wir mal weiter. 164 Stufen und 35 Meter später sind wir auf der Aussichtsplattform des Turms angekommen. Bei Sonnenuntergang wird es da oben sicher auch mal eng, aber die ganzen Wanderer kamen uns entgegen mit Worten wie ist schon vorbei oder zu spät. Aber wir hatten es ja auf die blaue Stunde, die Venus und die ersten Sterne abgesehen und waren deshalb beinahe alleine da oben. Die Aussicht ist wirklich einzigartig und man kann über den ganzen Pfälzerwald schauen. Im Westen schaut man ein bisschen Saarland, im Nordwesten die Ramstein Airbase, im Osten die Rheinebene mit Mannheim und Heidelberg und im Südwesten erstreckt sich der Pfälzerwald bis nach Frankreich, wo er in die Vogesen übergeht. Astronomisch war das jetzt ehrlich gesagt kein Highlight, die Venus stand noch zu tief und war auch nicht besonders hell. Aber ich mag die Farben rund um die blaue Stunde und ein paar Fotos sind dann doch gelungen. Ein weiteres Motiv ist natürlich der Turm selber. Dazu steigen wir die Treppen wieder hinab. Jetzt sind wir aber vom Turm runter und hier sind solche schönen Felsen, die zeigen quasi hoch auf den Turm und geben so eine schöne Linienführung auf den Turm hin. Und das haben wir jetzt mit Mondlicht im Rücken, also besser kann es gar nicht laufen, versucht zu fotografieren. Ein paar Sterne sind auch dabei. Und das schauen wir uns dann an, wenn es fertig ist. Wir fahren jetzt mal weiter zum nächsten Ziel. Auf dem Bild sieht man den kleinen Wagen und man sieht auch Polaris sogar direkt am Turm. Also aus der Perspektive hätte es sich unbedingt angeboten, auch Star Trails zu machen. Aber dafür hatten wir leider keine Zeit. Das könnt ihr ja mal machen. Wir fahren jetzt zurück zur Burgruine Gräfenstein, die haben wir uns ja vor Sonnenuntergang angeschaut. Und jetzt wollen wir uns anschauen, wie das Ganze in der Nacht ausschaut. So, jetzt sind wir wieder zurück an der Burgruine Gräfenstein und jetzt ist auch schon richtig dunkel und hier die Ruine ist so ein bisschen angeleuchtet, das sind zwei helle Strahler. Da hatte ich erst so ein bisschen Angst, dass die uns irgendwie vielleicht die Aufnahme verhageln könnten, aber es sieht gar nicht so schlecht aus. Und hier fotografieren wir jetzt mal ein bisschen mit, ja, überwiegend Weitwinkellinsen und ja, so 10 Sekunden Belichtungszeit, 5 bis 10 Sekunden Belichtungszeit und gucken mal, ob wir vielleicht noch ein paar Sterne auch mit drauf kriegen. Schauen mal, wie das wird. Wir haben uns zuerst wieder konzentriert darauf, vom Turm runter zu fotografieren, hier einmal in die Richtung der Ortschaft Merzalben. Hier hätte ich vielleicht mal die Gegenlichtblende verwenden sollen. Die hellen Scheinwerfer und oder der Mond haben mir diese Aufnahme versaut. Man sieht aber sehr gut, dass wir sehr klare und trockene Luft hatten. Hier jetzt der Blick vom Turm ins Schiff der Burg hinein und man sieht, dass diese Scheinwerfer doch ein interessantes Licht machen. Also diese Fensteröffnungen auf der linken Seite, die werden schön ausgeleuchtet und auch gibt das Ganze so eine Art Konturlicht auf der linken Seite. Blöd nur, dass auf der rechten Seite diese Scheinwerfer ganz hell gegen die Wand scheinen. Und von hinten haben wir den Vollmond, der uns dann die ganze Burg noch ausleuchtet. Ebenso blöd ist, dass ich kein Ultraweitwinkelobjektiv dabei hatte oder überhaupt nicht besitze. Deswegen habe ich mich für ein Panorama, ein Hochkantpanorama entschieden. Meine Aufnahmetechnik, die ist übrigens nicht großartig durchdacht. Ich packe die Kamera einfach aufs Stativ, in dem Fall wieder mit dem Sigma Art 24 mm. Ich habe hier ein bisschen abgeblendet auf Blende 5,6, damit ich einigermaßen vorne und im Unendlichen im Fokus bin. Und dann drücke ich einfach auf einen Kabelauslöser und zwar zähle ich einfach im Kopf die Sekunden und mache dann verschiedene Belichtungszeiten und beurteile ganz einfach am Kameradisplay, wie mir das Bild gefällt. Manchmal mache ich auch Serien, kurz belichtet und lang belichtet, damit ich große Dynamikunterschiede zum Beispiel durch ein HDR später retten kann.
Dann habe ich das Ganze einfach in Lightroom mit der Panorama-Funktion zusammengeführt und in den meisten Fällen funktioniert das wirklich prima. Es gibt natürlich noch andere Panorama-Softwares, aber wenn es einfach funktioniert, dann mache ich es auch so. Rechter Mausklick zusammenfügen als HDR oder als Panorama oder als Panorama und HDR und schon bekommt man ein ansehnliches Bild. Natürlich kann man auch wie hier einfach das Hochformat wählen. Das mache ich in der Regel auch gerne, aber wenn ich daran denke, ein Video zu erstellen, dann mache ich doch sehr viel im Querformat, einfach weil das Videoformat ja eben auch Querformat ist. Hier im Hochformat bekommt dieses Schiff eben noch mehr Tiefe. Das ist natürlich auch nicht uninteressant. Wenn man Sterne im Bild hat, muss man natürlich von der Belichtungsseite ein bisschen schauen, dass diese nicht auseinandergezogen werden. Das mache ich aber ehrlich gesagt auch nach Gefühl oder nach Erfahrung. Ich weiß, so 15 Sekunden, vielleicht 20 Sekunden bei 24 mm kann ich noch machen, bevor die Sterne auseinandergezogen werden. Was hier natürlich auch wieder schön gewesen wäre, weil diese Burg auch genau nach Norden ausgerichtet ist und vom Turm der Blick Richtung Norden gerichtet ist, wäre ein Star Trail. Direkt aus dem Burgschiff heraus zum Beispiel etwas nach oben zu fotografieren, um den Sternenhimmel mit drauf zu kriegen, das war natürlich auch sehr reizvoll, aber man sieht hier sehr deutlich, dass die Scheinwerfer doch sehr hell sind. Diese Dynamik dann hinzukriegen, das ist mir nicht wirklich gelungen. Ich habe ein bisschen versucht, mit Tiefe zu arbeiten, mit führenden Linien. Da sind ein paar ganz nette Bilder rausgekommen, aber hier hätte ich mir mehr Zeit nehmen müssen, die ich leider nicht hatte. Wenn man schon vom Stativ arbeitet, kann man natürlich auch mal 3, 4, 5 oder auch mehr Aufnahmen hintereinander machen, diese vielleicht später stacken. Dummerweise bin ich nicht auf die Idee gekommen, aber mein Kollege glücklicherweise. Und dann sieht man auch ein paar mehr Sterne. Ja, die letzte Location, das darf man nicht auslassen, wenn man im Pfälzerwald ist. Das ist der Teufelstisch, eine ganz besondere Fotolocation, werdet ihr gleich sehen. Da fährt man von der Burg ungefähr 15 Minuten mit dem Auto nochmal durch 2, 3 Ortschaften durch. Da kann man sehr großzügig parken und dann gibt es auch wieder einen Weg zu diesem Teufelstisch hoch. Ungefähr 5 Minuten muss man da laufen. So, das ist natürlich ein Highlight im Pfälzerwald. Der Teufelstisch, da sind wir jetzt hochgeklettert und das ist unsere letzte Station auf unserem nächtlichen Fototrip. Ist jetzt, glaube ich, auch schon beinahe 1 Uhr nachts. Ist noch relativ kalt dafür, dass wir eigentlich jetzt schon beinahe Sommer haben. Und ja, das ist eine Wahnsinns-Location. Ich war noch nie hier, aber das ist, glaube ich, generell irgendwie eine Top-Location für Nachtfotografie, Nightscapes und Milchstraßenfotografie kann man hier auch machen, alles Mögliche. Ja, ich lege jetzt mal die Kamera zum Film hier zur Seite und fotografieren mal ein bisschen. Wir sehen es gleich noch mal kurz. Der Teufelstisch, das ist ein pilzförmiger Sandsteinfelsen, den man über die Ortschaft Hinterweidental erreicht. Es gibt ein paar solcher markanter Felsformationen im Pfälzerwald, aber der Teufelstisch ist ohne Zweifel der beeindruckendste. Ich war ehrlich gesagt etwas erstaunt, dass wir ganz alleine an dieser Location waren, aber das hatte sicherlich damit zu tun, dass es bereits 1 Uhr nachts war, dass es noch relativ kalt war. Ja, und Corona hat bestimmt auch damit zu tun. Der Mond, der war ja fast voll und stand zu dem Zeitpunkt auch schon ziemlich hoch und hat die ganze Szenerie ausgeleuchtet. Ab und zu haben wir aber auch mal ein bisschen nachgeholfen, zum Beispiel mit einer LED oder einfach mit dem Display des Smartphones. Wenn man da vor Ort ist, dann baut man instinktiv die Kamera so auf, dass man in Richtung Norden fotografiert. Das hat einfach mit den geografischen Begebenheiten vor Ort zu tun. Wir haben dann Star Trail Aufnahmen gemacht, aber nur sehr kurz und die werde ich euch später zeigen. Mit einem Ultraweitwinkelobjektiv kann man natürlich versuchen, in Richtung Norden, im Nordosten die Milchstraße noch mit drauf zu kriegen, was wir hier versucht haben. Und wenn man dann vielleicht 3, 4 Aufnahmen stackt, dann funktioniert das auch ganz gut. Es lag sicherlich auch am ziemlich hellen Mond, dass wir gar nicht erst versucht haben, in Richtung Süden zu fotografieren und die Milchstraße aufzunehmen. Aber anhand dieser Aufnahmen hier könnt ihr sehen, dass es geht, sowohl in Richtung Norden als auch in Richtung Süden. Dann sollte man aber zu einer mondlosen Nacht anreisen.
Hier jetzt mal die fertigen Aufnahmen, die in der Nacht entstanden sind, überwiegend eigentlich wieder mit dem Sigma Art 24mm an der Canon 6D. Aber ich habe mir dann vom Kollegen auch mal einen Ultraweitwinkel, das ist das Canon EF 8mm bis 15mm ausgeliehen, um wirklich ein ganz großes Feld abzulichten. Auch hier haben wir mal 3-4 Aufnahmen mit kurzen Belichtungszeiten gesteckt, um die Milchstraße noch ein bisschen herauszuarbeiten. Ja, wie schon angekündigt, haben wir es dann doch versucht, nach einem Star-Trail gemacht. Der ist zwar nur so ungefähr 20 bis 25 Minuten gelaufen, aber man sieht das Potenzial. Das bietet sich hier an dieser Location einfach wahnsinnig an. So, wir haben noch 3 Stunden Rückfahrt. Das ist ja eine ordentliche Tour von Köln aus. Und ich werde jetzt noch ein bisschen fotografieren. Wir machen hier noch eine kleine Star-Trail-Aufnahme. In der Zwischenzeit nehme ich hier kurz nochmal die Abschlussmoderation auf. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Das waren wirklich 3 außergewöhnliche Locations. Natürlich ist hier dieser Standort irgendwie, das ist natürlich das absolute Top-Highlight. Aber ich glaube, auch die anderen sind sehr interessant gewesen. Und ja, zu Hause mache ich die Bildbearbeitung, dann sage ich vielleicht auch dazu noch mal was. Aber ich mache jetzt hier mal Schluss. Bis dann, tschüss. Ja, und danke noch mal an den Schwarzen Ritter, der mich eingeladen hat und mitgenommen hat zu dieser wirklich sehr schönen Tour. Und wenn es euch gefallen hat, dann hinterlasst mir doch ein Like und ihr dürft sehr gerne das Video auch teilen. Ansonsten sehen wir uns nächste Woche wieder. Bis dann, ciao.